begrüße ich Sie ganz herzlich hier zur abendlichen Ringvorlesung. Ich freue mich, dass Herr Stefan Breh den langen Weg aus Hildesheim zu uns gefunden hat, hier an die Universität Osnabrück. Herr Breh hat an der FH in Hildesheim eine Lernwerkstatt mit ästhetischem Schwerpunkt eingerichtet und arbeitet dort mit Studierenden. Und ja, wir sind gespannt, was Sie uns zu berichten haben und freuen uns, dass Sie hier sind. Guten Abend. Ja, ich sag doch trotzdem vorher noch mal kurz was zu meiner Person. Also ich bin von Haus aus Erzieher, dann bildender Künstler, dann bin ich in fünf Ecken in die Bildungsforschung geraten und plötzlich war ich irgendwann in einem frühpädagogischen Studiengang vor ein paar Jahren und das hat mich doch schon sehr gereizt, gerade die Kombination ästhetische Bildung, Kunst und dieses Thema frühe Bildung hat mich eigentlich schon immer sehr lange beschäftigt. Also dieser Zusammenhang auch von künstlerischen Haltungen, Verfahren und Sichtweisen und der Frage, wie eigentlich Lernen funktioniert. Und das ist ja hier auch ein Thema, also das Thema Lernwerkstatt war für mich eigentlich auch schon immer ein Thema, auch wenn ich früher noch gar nicht so viel darüber wusste. Aber dadurch, dass ich eine künstlerische Ausbildung gemacht habe, habe ich sehr viele Dinge schon gemacht, die man eigentlich normalerweise in einer Lernwerkstatt findet. Und ich habe mich sehr lange damit beschäftigt, eben mit dieser Frage, vor allen Dingen die letzten 10, 15 Jahre, wie man als Erwachsenen ermöglichen kann, zu verstehen, was Kinder eigentlich tun, wie sie lernen, wie sie denken, wie sie erfahren. Und das ist jetzt etwas, was mich in den Studiengang auch dazu gebracht hat, jetzt also diesen frühpädagogischen Studiengang auch so was Lernwerkstattartiges einzurichten. Und darüber werde ich Ihnen jetzt berichten. Es wird einen theoretischen Teil vorher geben, den ich mit einer Kunstrezeption beginne, mit einer künstlerischen Perspektive, um dann die Fragestellungen, die ich wichtig finde, für dieses Thema abzuarbeiten. Und dann zeige ich im zweiten Teil ganz viele Beispiele, wie wir das machen, wie wir das umsetzen. Und werde am Schluss noch mal ein bisschen überlegen, was die Perspektive ist, insbesondere auch für die Forschung. Das ist ja ein Bereich, der noch nicht so sehr erforscht ist. Die Lernwerkstatt an Hochschulen, meine ich jetzt natürlich. Ja, Sammlungen, das ist ja hier auch in der Vorlesung ein zentrales Thema, sind natürlich auch ein zentraler Bestandteil unseres Konzeptes, allerdings eben nicht als isolierte Praxis, sondern im Zusammenspiel eines ganzen komplexen didaktischen Szenarios, in dem eine forschende Rekonstruktion kindlicher Perspektiven als ästhetische Praxis bei uns im Mittelpunkt stehen. Und weil es um ästhetische Praxis geht, möchte ich hier zunächst einmal mit der Rezeption einer künstlerischen Sammlung beginnen, um daraus dann auch die zentralen Fragestellungen, insbesondere für die frühpädagogische Perspektive, hier zu entwickeln. Die Fotos zeigen die Arbeit von Raphael Reinsberg aus einer aktuellen Ausstellung in der Kunsthalle Krems, Titel Die Seele der Dinge. Wir sehen eine Sammlung aus Metallscheiben, Zwischenringen, Lagerringen, Kugellager und konischen Zylindern, vermutlich Bestandteile großer Maschinen oder Motoren, die hier geometrisch streng geordnet auf dem Boden angeordnet sind. Diese künstlerische Transformation von technischem Material als Bodeninstallation bedient sich zunächst gestaltpsychologischer Effekte in einem ausgewogenen Verhältnis von Ordnung und Komplexität. Eine große Menge ähnlich runder Objekte bilden ein gleichförmiges Muster, ich hoffe, das kann man erkennen, das uns durch eine strenge Ordnung der Abstände in einem rechtwinkligen Raster erscheint. Der Blick schweift horizontal, vertikal und diagonal über das Feld, vergleichend, mehrfach die Richtung wechselnd, manchmal verweilend, dann wieder suchend, steht man da und sucht nach Erklärungen. Hier aber anders als bei Sammlungen im Technik- oder Naturkundemuseum. Wir finden keine geschriebenen Kommentare, die auf Themen, Geschichte oder Funktionen verweisen. Eine Sammlung von gebrauchter Maschinentechnik als unbestimmtes Bedeutungsfeld, das uns durch das Zusammenspiel seiner Teile als ganze Wahrnehmungsgestalt widerfährt. Der gleichermaßen offene und strukturierte Präsentationsrahmen besitzt einen Bedeutungsüberschuss, den wir sinnlich spüren, bevor wir es in Worte fassen können. Es bilden sich kategoriale Vorstellungen über Form und Material, über den möglichen Nutzen oder Gebrauch, oder wir genießen die Situation,
einfach nur als das sinnliche Ereignis einer Sammlung metallischer Objekte und das Spiel im Möglichkeitsraum der Fantasie. Nun gibt es eine ganze Reihe von Künstlern, die Materialien sammeln. Derartige Sammlungen sind dann Teil einer ästhetischen Forschung mit unterschiedlichen Strategien und Desideraten. Raphael Reinsberg thematisiert hier die Geschichte besonderer Orte und ihrer kulturellen Bedeutung, indem er die Fundstücke aus dem ursprünglichen Kontext herauslöst und sie in einer prägnanten Form rekonstruiert. Diese bildnerische Forschung als Verfremdung und Sammlung erinnert mich an das elementare Sammeln und Gestalten von Kindern. Über das Sammeln, Ordnen und Strukturieren lernen sie nicht nur die Umwelt kennen, sondern eignen sie sich expansiv und vor allen Dingen auch gestaltend an. Das Wissen, das hier entsteht, bildet nicht nur Vorläuferkompetenzen für mathematisches Denken oder die Sprache. Dispositionen etwa für das Erkennen von Mustern und für das prozedurale Gedächtnis sind bei Kindern eng verknüpft mit ästhetischem Verhalten und bildnerischem Denken. Und damit bin ich mal beim Thema und auch meinen Fragestellungen. Warum beschäftigen sich Kinder leidenschaftlich mit ungewohntem Material? Welche Wirkung entfaltet dieses Material? Was haben Künstler und Kinder gemeinsam? Was können wir daraus für die Bildungsarbeit mit Kindern lernen? Welche theoretischen Ansätze und didaktischen Praktiken sind anschlussfähig für das mathematische Verhalten von Kindern? Wie rekonstruiert man schlussendlich kindliche Perspektiven als ästhetische Erfahrung bei Erwachsenen im Spannungsfeld zwischen entdeckendem und forschendem Lernen? Das sind die Fragen, die ich jetzt hier im ersten Teil diskutieren möchte. Schauen wir erstmal uns die Kinder an. Kinder lieben es, Phänomene zu entdecken und zu untersuchen. Das kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. Sie nehmen ihre soziale und materielle Umwelt mit allen Sinnen wahr. Sie spielen eigenständig und individuell durch Bewegung, Spiel und Interaktion. Nachhaltiges Wissen entsteht weniger durch Instruktion, sondern durch sensitiv begleitete Selbstbildung. Wie das Beispiel zeigt, oben werden zufällig auftretende Phänomene neugierig registriert, Materialien erprobt, Abläufe untersucht und interpretiert. Wir sehen die Konzentration, das Staunen und die Freude an der Selbstwirksamkeit. Durch das systematische Untersuchen seines Materials mit einem in der Knete steckenden Stift bemerkt der Junge funktionale Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung. Er untersucht die Möglichkeit, seine Materialien manipulieren zu können. Wir können typische Verlaufsformen des Experimentierens und des Problemlösens natürlich erkennen. To understand is to invent, wie Brunner es sehr treffend ja beschreibt. Das Zeichnen des zweijährigen Mädchens unten, das ist jetzt gerade weggerutscht. Mache ich nochmal. Das sind die kleinen netten Überraschungen. Irgendwas habe ich da falsch eingestellt. So, jetzt nochmal. Ihr könnt es alle sehen, ne? Das Zeichnen des zweijährigen Mädchens mit einem Filzstift auf Glas zeigt uns einen anderen Aspekt kindlicher Bildung. Wir können beobachten, wie Bewegungsformen als Schwing- und Kreiskritzel zu einem ikonischen System verdichtet werden. Ein sinnunterlegtes Kritzeln als spielerische Erprobung grafischer Form durch mitführendes Begreifen des Stiftes, würde Richter sagen. Experimentierend und gestaltend lernt das Mädchen so den Zusammenhang von Bewegung, Spur und Form im zweidimensionalen Raum. Denken und Wissen bildet sich hier bei Kindern also im Wechselspiel von sozialer und leiblicher Interaktion, von inneren und äußeren Bildern, von Fantasie und Realität. Für Brunner sind enaktive und ikonische Handlungsformen, wie wir sie hier beobachten können, eine Voraussetzung für symbolisch abstraktes Denken. Die Beispiele zeigen typische Strukturmomente ästhetischer Erfahrung des als entdeckendes Lernen und schöpferisches Denken in der frühen Kindheit. Schauen wir uns mal die Klassiker an, kurz. Ästhetische Erfahrungen in diesem Sinn und vor allem die Frage ihrer Ermöglichung ist eine klassische pädagogische Debatte. Der Umgang mit Materialien ist neben der Interaktion mit den jeweiligen Bezugspersonen der Schlüssel zur Elementardidaktik von Fröbel bis zur Regelpädagogik. Im Konzept der Spielgaben von Fröbel bildet die Anleitung zur spielerischen Gestaltung von Schönheitsformen
Lebensform und Erkenntnisform schon mit wenigen Bauklötzen gleicher Größe und Form die Grundlage für die Förderung mathematischer ebenso wie ästhetischer Kompetenzen. Kann man ja sehr schön auch hier sehen, seine Unterscheidung von Schönheitsform mit dem Bezug eben zu mathematischen, aber eben auch ästhetischen Kategorien. Und dann die Lebensform mit dem Alltagsbezug und die elementare Mathematik hier bei den Erkenntnisformen. Also das ist schon bemerkenswert, dass Froebel schon diese raffinierten Zusammenhänge, die Wirkung der Materialien, hier, die er hier auch einsetzt, herausgefunden hat. Neuere Varianten, das ist eine moderne Variante, die vielleicht auch einige von Ihnen kennen, einer materialbezogenen Didaktik, etwa das an die Freinehmpädagogik angelehnte Konzept des Erfindens von Mathematik als Gestaltung von gleichem Material in großen Mengen von Kurenza Lee. Sie zeigt anschaulich, wie in einem Dialog zwischen Fantasie und strukturierenden Materialerfahrungen elementare mathematische Formen und Muster spielerisch und vor allen Dingen bildartig angeeignet werden. Das Ganze hat natürlich auch einen phänomenologischen Aspekt, den ich hier kurz ausführen möchte. Ich finde den sehr wichtig, um das überhaupt alles erklären zu können. Ja? Dass die phänomenologischen und gestalttheoretischen Ansätze ja die Fragen danach behandeln, wie Materialien auf uns wirken und wie sie sich in der leiblich wahrnehmenden Auseinandersetzung mit der dinglichen Welt Sinn, Kultur und Sprache entsteht. Wir lernen nicht nur etwas über die Dinge, sondern vor allem mit den Dingen und durch die Dinge. Sie lösen etwas aus in uns, sie sprechen uns an, sie sind neben unseren sozialen Beziehungen die Grundlage unserer Entwicklung. In den ersten Lebensjahren erleben Kinder die dingliche Welt ereignisartig und neu. Sie experimentieren fortwährend mit einem symbolischen Überschuss in ständig wechselnden Situationen. Vielfältig anregende Umgebungen bilden einen Aufforderungskomplex, in dem Materialien zunächst etwas zu etwas für jemanden sind, wie Waldenfels ja so wunderschön formuliert hat. Brater zeigt in seiner Analyse von Künstlerinterviews, wie Strukturmerkmale bildnerischer Prozesse entstehen. Die Künstler sprechen von einer Interaktion mit dem Material, in der sich überraschende und nicht vorhersehbare Lösungen ergeben. Das Material wird spielerisch handelnd erfahren. Es antwortet, ordnet sich unter oder es stellt Fragen. Neues wird im Umgang mit dem Material in einem Wechsel von bewussten und unbewussten Wahrnehmungszuständen entdeckt. Künstler und Kinder arbeiten aus jeweils unterschiedlicher Perspektive mit dem Appell der Dinge. Und es ist, und um es mit Schiller zu sagen, der Mensch ist nur dann Mensch, wenn er mit Bedeutung spielen kann. Und Waldenfels dazu, die Erfindungskraft einer Natur, einer Kultur, hat sehr viel damit zu tun, wie viel von der Kindheit wachgehalten wird, so Waldenfels. Und unser Thema bewegt sich also nicht nur im pädagogischen Feld, sondern handelt auch von kulturellen Konstanten, um den Untertitel der Ringveranstaltung mit zu ergänzen. Das folgende Beispiel zeigt Merkmale eines Designprozesses als ästhetisches Verhalten und bildnerische Erkenntnisweise. Designer untersuchen ihr Ausgangsmaterial systematisch. Sie kategorisieren Formensprachen nach unterschiedlichen Kriterien, etwa durch analytisches Gruppieren und Zusammenstellen von Formvarianten, wie in der Grafik aus einem Ausbildungsbuch zu den Grundlagen im Design zu sehen ist. Daraufhin werden Entwürfe gezeichnet, Materialeigenschaften hinterfragt und bewertet, also systematisch auch untersucht. Hier finden sich Merkmale des entdeckenden Lernens in dieser ästhetischen Forschung, Materialforschung finden sich Merkmale des entdeckenden Lernens ebenso wie Merkmale qualitativer Forschung, etwa als fragende Haltung, offene Herangehensweise, als Überprüfung von Vorannahmen und von Methoden, als Prozessorientierung, als Bezug vor allen Dingen auf übergreifende Muster und schlussendlich als Interpretation und Produktion von Symbolen, Mustern und Phänomenen. Künstler reflektieren die Kultur durch professionelle Gestaltung elementarer Formen. Designer entwickeln neue Produkte, indem sie Materialien, Formen und Anwendungsbedingungen von Produkten erforschen. Kinder wiederum eignen sich ihre Umwelt schrittweise und entdeckend an, indem sie mit elementaren Phänomenen, Mustern und Symbolen spielend lernen.
In diesem Sinne erleben wir bei der italienischen Reggio-Pädagogik, wie eine hohe ästhetische Erfahrungsdichte als bildnerisches Denken in ein sozialkonstruktivistisches Bildungsverständnis eingebettet wird. Im Mittelpunkt stehen die Neugier und die Theorien der Kinder. Ihre Themen werden von Pädagogen ernst genommen und in wechselseitiger Bezugnahme begleitet, beobachtet und reflektiert. Fragen werden nicht einfach beantwortet, Themen nicht einfach durch unsere Perspektive, also durch die Erwachsenenperspektive ersetzt. Das Unvorhergesehene und das Scheitern gewohnter Handlungsvollzüge sind hier positiv besetzt und Teil einer ressourcenorientierten Lernkultur. Differenziert dokumentierte Lernwege als sprechende Wände etwa oder als Portfolios werden öffentlich dargestellt. Die Strukturen der räumlichen Umgebung und des Handelns fördern durch passende Impulse Formen des entdeckenden Lernens und der ästhetischen Erfahrung. Also wie in einer Werkstatt sieht es da eben aus, dazu dann gleich mehr. Bildungsphilosophie, Räume, Materialien und Prozesse bilden ein dynamisches Gesamtgefüge, das sich in dialogischen Lerngemeinschaften vollzieht. Zentraler Bezugspunkt nämlich dieses Systems ist das Atelier, also eine werkstattartige Umgebung auch, in denen die Kinder unterstützt durch einen Künstler in der Regel ihre Fragen entdeckend und bildnerisch bearbeiten. Also hier an diesem Beispiel, A Spotted Compass, entdecken die Kinder da irgendwo in so einer Ritze einen Marienkäfer und entwickeln also Theorien darüber, was so ein Marienkäfer den ganzen Tag macht, wo er wohnt, warum er fliegen kann, mit wem er sich eigentlich trifft und mit wem er sich dann unterhält und was braucht er zum Wohlfühlen und so weiter und so weiter. In einem didaktischen Rahmen, der sich an der Perspektive, eben dieser Perspektive der Kinder orientiert, werden sie unterstützt, sich in diese berühmten 100 Sprachen, also 100 Formen, sich auszudrücken, mit unterschiedlichen Materialien und Medien dieses Thema zu bearbeiten. Die Kinder bearbeiten dann ihre Fragen, aber nicht nur über das Malen, Zeichnen, Erzählen oder Modellieren. Sie werden angeleitet, auch Material-, Form- und Raumstudien zu betreiben und erweitern somit ihre Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit. Und das erinnert wieder natürlich genau an die systematische Vorgehen der Designer und auch der Künstler, die hier in solchen Wahrnehmungsübungen oder auch Gestaltungsübungen, die mit den Kindern gemacht werden, ihren Niederschlag finden. Und derartig komplexe ästhetische Praktiken ermöglichen auf spielerische und fantasievolle Art und Weise eine differenzierte Perspektive auf die eigenen Fragen. Die genutzten Materialien und Medien bleiben zunächst bedeutungsoffen. Themen werden nicht ergebnisorientiert, sondern sinnsuchend bearbeitet. Keiner weiß vorher genau, wohin die Wege eigentlich führen. Und diese Bedeutungsoffenheit ist beabsichtigt und muss auch ausgehalten werden von den Erwachsenen. Didaktische Impulse pendeln dann entsprechend zwischen instruktiven Momenten und konstruktiven Momenten. Also die Erwachsenen halten sich sehr zurück mit diesen Impulsen und die begleiten die offenen Bildungswege der Kinder eben in einer dialogisch und vor allen Dingen wertschätzenden Lernatmosphäre. Passend zu diesem Modell wurde 1996 in Kooperation mit örtlichen Stadtwerken ein Materialarchiv angelegt, das von Kindertageseinrichtungen und Schulen der Stadt für Projekte genutzt wird. Die Remida, so heißt dieser Ort, ist eine sich ständig erneuernde große Materialsammlung mit heterogenem und bedeutungsoffenem Material. Hier gibt es keine Spielsachen, sondern nur Materialreste, die in Industrie, Handel und Gewerbe abfallen und Kindertageseinrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Regelmäßig machen die Reggianer in der ganzen Stadt einen sogenannten Remida-Day, wo sie mit den Kindergruppen zusammen und auch mit Künstlern, die da mitgearbeitet haben, Ergebnisse ihrer Projekte darstellen und in der Öffentlichkeit präsentieren. Dieses auch ökologisch äußerst sinnvolle Projekt ist Teil der oben beschriebenen Bildungsphilosophie. Als Sammlung beantwortet die Remida didaktisch das schöpferische Potenzial kindlicher Neugier und Fantasie. Die Bildungsprojekte der Reggio-Pädagogik mit ihrer spannungsreichen Integration von pädagogischen, ökologischen und künstlerischen Strategien ist eine Form des expansiven und tiefen Lernens, die zeigt, wie Strukturähnlichkeiten zwischen bildnerischen und kindlichen Perspektiven didaktisch sinnvoll bearbeitet werden können. Im Ansatz der ästhetischen Forschung von Helga Kempf-Jansen finden sich ähnliche Gesichtspunkte in diesem Konzept.
Für die ästhetische Arbeit mit Schülern werden über die ästhetische Praxis im perspektivischen Spannungsfeld von Alterserfahrung, Kunst und Wissenschaft eigene Fragen projektförmig bearbeitet und bildnerisch ausgedrückt. Es geht hier nicht um einen ästhetischen Erkenntnisprozess, dessen Ergebnisse zunächst zweitrangig sind. Dafür gilt es immer wieder, neue, angemessene Formen der Kommunikation, Aufzeichnung und Darstellung zu suchen. Denn ästhetische Wahrnehmung verfliegen schnell, wie Blum und Heil treffend bemerken. Einige Aspekte dieser Form der ästhetischen Forschung mit Schülern sind meines Erachtens auch für die Kindheitspädagogik relevant. Ich zähle jetzt mal die Merkmale aus, die ich hier wichtig finde. Am Anfang stehen immer Fragen. Ne? Fragen und Zweifel an irgendeinem Phänomen. Alltagsphänomene werden durch künstlerische und wissenschaftliche Perspektiven irritiert und befremdet. Die Störung des Routineblicks weckt das Interesse und die Neugier. Phänomene werden durch offenes Wahrnehmung intuitiv erschlossen. Der Erkenntnisprozess ist eine Suchbewegung mit ungewissem Ausgang. Ergebnisse lassen sich nicht erzwingen. Es gibt Formen des systematischen und methodisch geleiteten Vorgehens, wie wir eben bei der Reggio-Pädagogik ja angesprochen haben. Die Akteure sind neugierig, sie beobachten genau, was entsteht und wie es sich zeigt, achten weniger auf erwartete Effekte, sondern lassen sich überraschen. Und die Kreativität der Akteure zeigt sich hier meines Erachtens in dieser Fähigkeit, sich selbst und vor allem auch systematisch immer wieder überraschen zu können. Fassen wir an dieser Stelle zusammen. Kinder sind fantasievolle Veränderungslerner und Entdeckungsexperten. Verglichen mit diesem Anfängergeist, das ist ein Begriff, den Schäfer eingeführt hat, sind wir als Erwachsene allerdings eher gesättigte Wiederholungs- und Bewahrungslerner und erzeugen damit ständig blinde Flecken in unserer Wahrnehmung, ja? Also dem kindlichen Anfängergeist gegenüber. Zudem können normativ und strukturell überformte Bildungssysteme den Zugang zur dynamischen Perspektive des Anfängergeistes erschweren. Wir haben es also in der Bildungspraxis mit Kindern, zumindest in der kindheitspädagogischen Perspektive, oftmals mit einem Wahrnehmungsdefizit zu tun, das den kindlichen Potenzialen eben nicht gerecht wird. Gerade in den ersten Jahren sind Kinder aber auf positive Verstärkung und sensitiv bzw. empathisch reagierende Erwachsene angewiesen. Es sind Lernumgebungen erforderlich, die dem expressiven Habitus von Kindern entsprechen. Die Herausforderung für pädagogische Systeme und Organisationen besteht aus meiner Sicht dann darin, die Perspektive des Anfängergeistes als einen reflektierten Entdeckungs- und Veränderungshabitus kontinuierlich mitzuführen oder wieder einzuführen, wenn er dann verschwunden ist, um Entwicklungsräume für Kinder angemessen gestalten und begleiten zu können. Und wenn bildnerisches Denken und uns Haltungen und Methoden zur Verfügung stellt, die für den kindlichen Anfängergeist förderlich sind, dann sollten wir sie doch bitte nutzen. Dies ist bei der Reggio-Pädagogik der Fall aus meiner Sicht, wenn künstlerische Haltungen mit ihren spezifischen Merkmalen und Methoden in die pädagogischen Systeme integriert worden sind. Und diese spannungsreiche Irritation von Pädagogik durch Kunst wäre daher auch aus organisationstheoretischer Sicht interessant. Also wenn man sich anschaut, wie man das eigentlich organisiert, diese Störung der gewohnten Sichtweisen und Handlungsweisen durch Kunst. Ich glaube, das ist auch nicht so ganz einfach, weil die Gefahr ja vielleicht auch besteht, dass sich die Kunst dann irgendwann anpasst und gerade das Wertvolle dann verloren geht. Aber das wäre eine spannende, auch organisationstheoretische Debatte. Ja, für die allerdings wäre auch diese Diskussion nicht wirklich neu, wenn Sie etwa an die Physikdidaktik Wagensteins denken. Er wies schon vor Jahrzehnten darauf hin, dass es weniger darum geht, Phänomene aus der Erwachsenenperspektive zu beweisen, sondern Kinder dabei zu unterstützen, zunächst einmal selbst Antworten zu finden. Nichts schadet nach Wagenschein der Vorstellungskraft und Sprachfähigkeit von Kindern so sehr wie das Ersetzen kindlichen Denkens mit vermeintlich richtigen Antworten. Kindliches Denken ist nicht kindisch, es ist ein erwachendes, erwachsenes und erwartendes Denken. Diese Formulierung finde ich besonders treffend von Wagenschein. Entsprechend wurden in den letzten 10 Jahren die Prämissen für die frühe Bildung überarbeitet. Bildungs- und Orientierungspläne für den Kindergarten fordern unisono die Stärkung kindlicher Eigenständigkeit und Wertschätzend begleitete Selbstbildungsprozesse.
Empirisch gesicherte Erkenntnisse über die Bildungsarbeit mit Kindern in Kindertageseinrichtungen, etwa von Fried und König, zeigen allerdings nach wie vor eine deutliche Dominanz instruktiver bzw. zu wenig differenzierter Interaktionsstile, die kindliches Bildungsverhalten nicht angemessen unterstützen. Gerd Schäfer setzt in diesem Zusammenhang auf die Förderung individueller Potenziale von Kindern statt auf normiertes Wissen. Entsprechend verschiebt sich bei ihm in seiner Vorstellung, in seinem didaktischen Konzept, der Habitus von der Zielorientierung zur Möglichkeitsorientierung. Duncker und Liegle argumentieren analog mit Formen indirekter Didaktiken durch eine entsprechende Gestaltung von anregenden Umgebungen und zurückhaltender Lernimpulse. Bei Levin und Andres geht es darum, Themen von Kindern nicht einfach zu ersetzen, das hatten wir schon, sondern angemessen durch anschlussfähige Impulse zu beantworten und zu erweitern. In diesem Zusammenhang ist auch dieser Begriff Zumutung ja von Ihnen mit in die Diskussion eingebracht worden, also Themen zumute. Ja, so ist das genau gemeint. Premling plädiert für ein ausgewogenes Verhältnis von Eigenaktivität und Anregung. Ja, und jetzt anschließend möchte ich was zu diesem Modell der Lernwerkstatt sagen, dass ja dieses Thema, was ich gerade auch in der frühpädagogischen Didaktik nochmal erwähnt habe, eigentlich auch schon seit Jahrzehnten mit bearbeitet und Beispiele zeigt, wie man das umsetzen kann. Die Idee der Lernwerkstatt geht ja zurück auf die mittelalterliche Werkstatt als Arbeitsraum des Handwerkers. Hier werden Produkte hergestellt, Arbeitsabläufe beobachtet und reflektiert. Nach Oelkers kann die reformpädagogische Tradition der Werkstattarbeit als zentrales Moment der Veränderung von Theorie und Praxis der Erziehung in Bildungsinstitutionen verstanden werden. Also Lernwerkstatt ist einfach ein reformpädagogisches Modell, was sich immer wieder auch gegen bestehende Bildungskonzepte auch versucht durchzusetzen. Nicht? Und die Ansätze, die Sie vermutlich alle kennen, Montessori, vorbereitete Umgebung, Bertolt Otto, freier Unterricht, Peter Petersen und so weiter, bis zu John Dewey, das sind ja alles bekannte Ansätze, die hier in dieses Projekt der Lernwerkstatt mit eingeflossen sind. Allen Formen der Lernwerkstatt gemeinsam aus meiner Sicht sind Erwartungen an das Potenzial einer freieren Entfaltung kindlicher Bildungspotenziale in entsprechend gestalteten Lernumgebungen. Im Mittelpunkt stehen das selbstbestimmte und entdeckende Lernen als ein aktives Problem- und kindorientiertes Lernen, in dem der direkte, fragende und forschende Dialog mit Menschen und Dingen gefördert wird. So Ernst 1990, das ist ja einer der wichtigen Protagonisten, Karin Ernst. Für die Hochschuldidaktik leitend ist die Idee, dass Studierende selbst aktiv, entdeckend und problemorientiert lernen müssen, um mit Kindern eine andere Pädagogik gestalten zu können. Und das ist in diesem Konzept der Lernwerkstatt ja schon immer mitgeführt worden. Also es hatte immer auch den Blick nicht nur auf die Kinder und die Arbeit mit Kindern, sondern eben auch auf die Arbeit mit den Erwachsenen, um halt die kindliche Perspektive besser verstehen zu können. Die Lernwerkstatt ist also ein Ort, in dem kindliche Bildungsperspektiven rekonstruiert sowie didaktisch und theoriegeleitet reflektiert werden. Es wird angenommen, dass darüber möglicherweise dann in der Praxis auch eine höhere pädagogische Qualität erreicht wird. Das ist die Frage, ob das dann auch wirklich tatsächlich passiert. Dazu später dann noch. Lernwerkstatt als pädagogisches System. Hier eine Grafik, die ich auf Grundlage einer Programmschrift des Verbands Europäischer Lernwerkstätten gemacht habe. Und mit dieser Grafik möchte ich die Aufmerksamkeit vor allen Dingen auf das dynamische Zusammenspiel der unterschiedlichen Dimensionen richten, weil das Lernwerkstattmodell ist wirklich sehr komplex. Die Lernenden, die Lehrenden, der Raum und das Material sowie die Nachhaltigkeit bilden ein Gesamtsystem, ein zusammenwirkendes Gesamtsystem. Aus meiner Sicht ist eine irritierende Materialsammlung in gut gestalteten Räumen eine schöne Sache, aber besitzt unter Umständen einen ganz kleinen Wirkungsgrad, vor allen Dingen wenig Nachhaltigkeit, wenn sie nicht auch mit einer breit aufgestellten Lern- und Reflexionskultur verknüpft wird. Nicht die Sammlung alleine ist es eben nicht, das Material ist es nicht, sondern wir müssen in irgendeiner Weise auch begleiten, es muss Interaktion stattfinden, das ist genau dasselbe wie mit den Kindern. Ja. Auf Seiten der Lernenden spielt etwa die Fähigkeit, eigene Fragen zu stellen und diese Fragen auch nachgehen zu können, eine entscheidende Rolle. Lehrende müssen kontinuierlich
wertschätzend und reflexiv begleiten, weniger belehren und bewerten. Und aus eigener Erfahrung kann ich hinzufügen, dass mit Blick auf die modularisierte Hochschulstruktur, die wir alle haben, entscheidend ist, wie gut die Werkstattarbeit im Dickicht unterschiedlicher Interessen, Technologien und Strukturen modular vernetzt, akzeptiert und eingebettet ist. Sonst ist es auch nur die halbe Miete. Als reformpädagogisch orientiertes Modell geht es also heute auch darum, ökonomisierte Bildungstechnologie durch akteurs- und prozessorientierte Bildungsweise mindestens zu ergänzen und, wenn wir es jetzt reformpädagogisch wenden, natürlich auch kräftig zu stören. Und das wird der Konflikt auch bleiben, weil das im Gesamtsystem einfach so angelegt ist. Mit der Einrichtung kindheitspädagogischer Studiengänge, überwiegend an Hochschulen, wird die Einheit von Praxislehre und Forschung kontrovers diskutiert. Die Akademisierung der traditionellen Erzieherausbildung an Fachschulen wirft die Frage auf, wie eine Wissenschaftsorientierung als forschendes Lernen in Bachelorstudiengängen gestaltet werden kann. Die zentrale Frage ist mit Blick auf das berufliche Handlungsfeld meines Erachtens, wie der Kompetenzerwerb für einen wechselseitigen Transfer zwischen Wissenschaftswissen und Handlungswissen relationiert wird oder ist. Damit im Zusammenhang steht eine Diskussion über das Verhältnis von entdeckenden und forschenden Lernen. Zu oft wird hier meines Erachtens allerdings polarisiert, etwa mit der Unterscheidung von entdeckenden Lernen als Handlungswissen und das Lernen, das in der Lernwerkstatt erworben wird, und das forschende Lernen als Wissenschaftswissen, das in den Forschungswerkstätten, das den Forschungswerkstätten vorbehalten bleibt. Zielführend ist, wie mir scheint, eher die Entwicklung einer reflexiven Kultur des Fragens und Differenzierens mit einer Kompetenz für wechselnde Bezugnahmen auf beide Perspektiven. Das wiederum erfordert allerdings eine entsprechende Kultur an Hochschulen, wie etwa sinnvolle Kombinationen von Lern- und Forschungswerkstatt mit Blick auf den für die Professionalisierung des Berufsfeldes, also in der frühen Bildung, so bedeutsame Umgang mit dem Spannungsfeld von Handlungswissen und Wissenschaftswissen. Huber und Koch-Priebe schlagen daher vor, ein berufsfeldspezifisches Verständnis forschenden Lernens an Formen der Praxisforschung zu orientieren. Das ist also ein Modell jetzt aus der Lehrerbildung. Pädagogen sollen in die Lage versetzt werden, Praxisprobleme methodgeleitet zu untersuchen und Theorie geleitet zu interpretieren, um die Praxis zu verbessern. Nach Buschfeld, Dilger und Lilienthal wird Beschäftigungsfähigkeit bei Bachelorstudiengängen erreicht, wenn eine Balance zwischen Wissenschaft, also wissenschaftlichem Wissen, Personen mit ihrem biografischen und episodischen Wissen und dem berufsfeldaffinen Handlungswissen hergestellt wird. Die Frage stellt sich natürlich dann, wie man das hochschuldidaktisch umsetzt, und dazu werde ich nun Beispiele aus unserem Modell zeigen und abschließend bewerten. Seit Sommersemester 2010 gibt es für die didaktischen Module unseres Studienganges, also die Bildungsbereiche Mathematik, Naturwissenschaft, Kunst, vor allen Dingen eine ästhetische Werkstatt als Seminarraum und ein ästhetisches Labor für didaktische Versuche mit Kindern und Erwachsenen seit einem Jahr. Das ist relativ neu. Dabei ergeben sich Verknüpfungen zu Bildungsbereichen wie Musik oder Sprache natürlich, das ist ja auch Teil der Module, ebenso wie zum Modul Beobachtung und Dokumentation von Bildungsprozessen. Also das ist ein extra, sehr ziemlich großes Modul, weil es ja in der frühen Bildung ganz viel auch um die Begleitung geht, und die Grundlage der Begleitung sind Beobachtungen und auch Analysen und der Dialog mit Kindern, um halt pädagogisch anschlussfähiges Handeln auch zu legitimieren. Und außerdem noch zum Modul empirische Kindheitsforschung, was wir in unserem Studiengang natürlich auch haben, und wir haben uns bemüht, das miteinander zusammenzubringen. In diesem Modell werden unterschiedliche Perspektiven für die Hochschuldidaktik verknüpft. Die ästhetische Erfahrung als integrales didaktisches Prinzip für alle kindheitspädagogischen Bildungsbereiche, das Prinzip der Lernwerkstatt in entsprechend gestalteten Seminarräumen, sowie das forschende Lernen in spezifischen Lehr-Lernformaten. Im Einzelnen. Die ästhetische Werkstatt ist eben ein sehr differenziert ausgestalteter Seminarraum mit einer umfangreichen Materialsammlung, didaktischem Material, Medien, wechselnde Ausstellungen, sprechende Wände natürlich und auch ein kleiner Handapparat, weil wir einfach nur 60 Quadratmeter haben.
Das Ästhetische Labor ist ein umfunktionierter Seminarraum in unmittelbarer Nähe mit einer großen leeren Teppichfläche von 50 Quadratmetern und einer Materialsammlung und einem mobilen Lichtstudio, das rundherum angeordnet ist und je nach Bedarf eingesetzt wird, verändert wird, rausgetragen wird, wieder reingetragen wird. Die umgebenden Flurflächen werden ständig für wechselnde Ausstellungen über die Projekte der Studierenden genutzt und für den Modellbau, weil wir auch Phasen haben, wo die didaktische Szenarien auch herstellen, also handwerklich herstellen oder Fördermaterialien herstellen, nutzen wir die Werkstätten im Fachbereich Holzbau nebenan und im Design zwei Straßen weiter. Also so weit sind wir noch nicht, dass wir eine eigene Modell- und Holzwerkstatt haben, aber das kommt vielleicht ja auch noch. Das ergibt zusammenfassend eine Gesamtfläche von mehr als 300 Quadratmetern genutzter Fläche. Das ist ganz schön viel und das finde ich aber auch angemessen. Die unterschiedlichen Formen ästhetischer Forschung, entdeckende Lernen, didaktischer Versuche und theoretischer Reflexion in der ästhetischen Werkstatt sind obligatorisch. Die Versuche mit Kindern als forschendes Lernen freiwillig. Angelehnt an das Format der didaktischen Miniaturarbeiten, erarbeiten, präsentieren und diskutieren die Studierenden in allen Seminartypen ihre Projekte in einer Kombination fachwissenschaftlicher und didaktischer Perspektiven nach Zeyerwelze und Wedekind. So, jetzt kommt natürlich das Herzstück, die Sammlung. Die umfangreiche Materialsammlung und der wahrnehmende bzw. der gestaltende Umgang damit sind das verbindende didaktische Prinzip für die ästhetische Werkstatt und das Labor. Studierende rekonstruieren hier kindliche Bildungsformen. Das vergleichende Wahrnehmen der unterschiedlichen und anregungsreichen Materialien stellt einen Anregungskomplex dar, der ein differenziertes Denken und Fühlen in Gang setzen kann. Ergänzt werden die etwa 80 Sammlungen durch verschiedene Werkzeuge und bildnerisches Material, sowie Medien, Lichtkästen, also wir haben 3 Lichtkästen, wir haben 10 Overhead-Projektoren und so weiter und so weiter. Also ganz viel Material, was auch medial in den unterschiedlichen Kombinationen eingesetzt werden kann. Die Präsentationsformen bei Übungen sind angelehnt an elementare ästhetische Praktiken, die durch ein ausgewogenes Verhältnis von Ordnung und Komplexität die Aufmerksamkeit lenken. Das heißt also, bei bestimmten Phasen bauen wir alles wunderbar auf, sodass es auch ganz klar und strukturiert wahrgenommen werden kann. Das ist wichtig für bestimmte Prozesse. Ansonsten, also man muss eben Struktur machen, man muss auch diese anderen Phasen haben, nicht? Und das muss man immer im Wechsel machen. Sie sehen hier eine kleine Auswahl unserer Sammlung, Knochensammlung, da machen wir dann eine Knochenwerkstatt mit, rekonstruieren also Fuchsskelette zum Beispiel oder Rehskelette, ohne dass wir eigentlich genau wissen, wie das gemacht wird. Ja, also das ist sehr spannend. Kreativitätsbausätze oder Konstruktionssammlungen, Knopfsammlungen und so weiter und so weiter. Und hier da unten sieht man, das ist wahrscheinlich gerade durchgelaufen. Hat sich das bewegt unten? Ne? Das war so Experimente mit Plattenspieler, Schattenlicht und Schatten. Also wir haben einfach ein unheimliches Repertoire mittlerweile an experimentellen Materialien und können es in unterschiedlichsten Zusammensetzungen oder Konstellationen auch ausprobieren. Ja, das war mal so neulich ein Aha-Erlebnis. Ich wusste selber gar nicht genau, wie viel wir eigentlich haben. Das hatte sich so in 4-5 Jahren angesammelt. Also ich bin jetzt auf 100 verschiedene Materialien gestoßen, Sammlungen unterschiedlichster Art. Dazu gehören auch Mediensammlungen und so weiter. Und ich glaube auch, dass das für so eine Lernwerkstatt ganz essentiell ist. Das muss einfach da sein und es muss auch veränderlich sein. Es muss sich verändern. Es bleibt nicht dieselbe Sammlung. In 5 Jahren sieht die wieder komplett anders aus unter Umständen oder in sehr vielen Teilen jedenfalls. Ja, der Schwerpunkt der Arbeit mit Studierenden, das ist jetzt irgendwie weggerutscht. Moment, da ist es, ich bin zu weit gekommen. Genau, das ist irgendwie übersprungen gewesen. Der Schwerpunkt der Arbeit mit Studierenden in der ästhetischen Werkstatt und im ästhetischen Labor besteht in der Rekonstruktion kindlicher Bildungsweisen und didaktischen Ansätze eben als Kombination von didaktischer Praxis mit den jeweiligen Materialien und Medien sowie entsprechend eine fachtheoretische Reflexion und dann die jeweiligen fachlichen Bezugspunkte zu den Bildungsbereichen. Um Lernphasen zu strukturieren, gibt es eben instruktive Momente,
und eine Auswahl von Materialien mit entsprechenden Aufgaben und theoretischen Bausteinen sind vorgegeben. Sie werden dann in Kleingruppen bearbeitet und im Plenum strukturiert, diskutiert. Das sind diese Teile, wo wir die Materialien natürlich auch immer ganz besonders strukturiert anbieten. Nach Bedarf werden Sammlungen und das ästhetische Labor genutzt dafür auch. Also wir haben ja Gruppen von 30, 40 Studierenden und in einem Raum von 60 Quadratmeter kann man viele Praxisformen nicht machen. Da muss man ausweichen und dann verteilen wir die Gruppen auf die verschiedenen Flächen auf. Raumgestaltung und didaktische Inszenierung passen sich eben so an Themen und auch die Gruppengrößen an. Dann gibt es Phasen, wo die Studierenden offene Lernsituationen vorfinden, wo wir gar nichts sagen, wo einfach nur der Raum betreten wird und dann passiert irgendwas. Ja? Und dann werden eigene Fragen entwickelt und Themen eigenständig bearbeitet. Die Arbeitsphasen werden dann natürlich entsprechend beraten und begleitet. Deutungsmuster und Handlungsroutinen, etwa im Hinblick auf das Verhältnis zum Scheitern, die Neugier, das Experimentieren oder Gestalten, werden in Reflexionsschleifen thematisiert und mit theoretischen Konzepten verknüpft. Daraus ergeben sich dann fachdidaktische Überlegungen zum Verhältnis von Instruktion und Konstruktion, das ist für uns wichtig in der Frühpädagogik, zum Formen der didaktischen Begleitung, des Scaffolding natürlich, zum individuellen und gruppenspezifischen Lernen, zu den jeweiligen unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und zu Formen natürlich der inneren und äußeren Differenzierung. Das ist ja auch aus der Schulpädagogik nichts Neues. Das machen wir natürlich auch nur ein bisschen anders, ne, weil wir natürlich andere Altersgruppen haben. Ja, diese Arbeitsphasen werden natürlich dokumentiert, um dann anschauliches Material für die Reflexion zu haben und auch Dokumentation erstellen zu können. Exemplarisch werden Arbeitsphasen und Projektergebnisse gegebenenfalls Arbeitsphasen und Projekte gegebenenfalls auf dem Flur oder als sprechende Wände präsentiert. Immer können wir das nicht machen, aber wir machen es so oft wie möglich, weil wir das immer als mediales Reflexionsmedium auch nutzen. Und seit Wintersemester 11-12 haben wir auch ein Lernportfolio, zumindest in einem Modul. Und wir überlegen gerade, ob wir dieses Modulsystem, dieses Portfoliosystem nicht auch auf weitere Module übertragen. Auf diese Weise werden dann also die Lernfortschritte auch permanent in unterschiedlichsten Formen reflektiert. Wie läuft es ab, die Praxis? Also wie machen wir das zu den einzelnen Themen? Murmelbahn. Studierende kommen in die ästhetische Werkstatt. Es finden eine große Sammlung unterschiedlicher Röhren, Schienen aus Pappe, Plastik, Metall und so weiter mit ein bisschen Werkzeug dazu. Sehr, sehr beschränkt. Also sie benutzen dann auch nur das, was sie da vorfinden. Die Aufgabe ist, konstruieren Sie in 2 Stunden eine Murmelbahn, die mindestens 12 Meter lang ist und einen Höhenunterschied von 3 Metern überwindet. Der Prozess wird fotografiert, das mache ich in der Regel oder dann auch mal Studierende, die das üben wollen und sollen. Und diese Fotos werden dann vor Beginn oder während des Beginns der Reflexionsphase an der Wand befestigt. Die Studierenden werden dann über das Ordnen und Zuordnen der fachtheoretischen Überlegungen, also auch hier wieder ein Sammeln und Ordnen, nur eben in der Reflexionsphase, ihre Erfahrungen aus. Was passt zu welchem Foto und so alleine schon über diesen Strukturierungsprozess findet ganz viel Reflexion statt. Über Bilder. Ja, und vor allem auch Bilder, die mit Ihnen was zu tun haben. Also nicht von irgendwelchen anderen Situationen. Dann werden natürlich in diesen Diskussionen die Prozesse reflektiert und Formen des kausalen Denkens beispielsweise oder Probleme lösen, ebenso wie elementare mathematische oder naturwissenschaftliche Phänomene, die bei so einer Aktion, das kann man sich lebhaft vorstellen, natürlich alle auftreten. Und vor allen Dingen so auftreten, dass sie nicht darüber nachdenken, sondern das machen wir erst hinterher. Ne? Also weil das läuft ja sozusagen völlig automatisch und intuitiv ab, zum Beispiel intuitive Physik. Das kann man da live erleben, man kann zugucken und sich freuen, wie das Studierende da praktizieren. Ja, und dann ergeben sich vor allen Dingen dann in der Reflexion Fragen nach der Perspektivendifferenz zwischen Kindern und Erwachsenen. Also wie erlebe ich das als Studierender? Was sind meine Voraussetzungen? Wie werden das vermutlich Kinder erleben? So wie natürlich die eigenen biografischen Voraussetzungen. Hier führe ich kurz die Genderperspektive an. Das ist ja ein technisches Ereignis, auch eine Murmelbahn zu bauen. Ich hatte jetzt mehrfach Äußerungen von Studierenden, die dann zum Beispiel gesagt haben, Mann, das ist ja toll, jetzt haben wir als Mädchengruppe, wir haben natürlich da auch fast nur Frauen
weibliche Studierende haben das erste Mal als Frauengruppe, sozusagen als Mädchengruppe, eine Murmelbahn gebaut. Das finde ich auch immer interessant, wenn das dann auch noch in die Reflexion mit einfließt und wir diese doch für anscheinend für viele weibliche Studierende sehr ungewohnte Tätigkeit dann auch hinterfragen können. Und dann vor allen Dingen, was das ja auch dann nachher für die Praxis mit Kindern bedeutet. Ja, also mit Blick auf die berufliche Praxis wird hier die Kompetenz zur Differenzierung zwischen handlungs- und wissenschaftsorientiertem Wissen exemplarisch geübt, zum Beispiel durch die Zuordnung, die wir dann über die Fotoanalyse dann auch machen. Verrücktes Zeichnen. In provokanter Art und Weise wird Studierenden die Aufgabe gestellt, ihr Porträt zu zeichnen, um vermeintlich festzustellen, wie gut sie zeichnen können. Das mache ich also todernst immer und die glauben das und die merken nicht immer unbedingt, dass es jetzt ein Witz ist. Diese Ankündigung löst sofort Verunsicherung aus. Die Anspannung löst sich dann natürlich auf, wenn wir die Methode exemplarisch vormachen. Zwei Personen sitzen sich gegenüber mit einer auf der Schulter liegenden Sichtblende und es ist klar, dass man natürlich nicht wirklich kontrollieren kann, was man da zeichnet, weil man nur den Kopf sieht. Man sieht nicht, was man da macht und die entstehenden Zeichnungen erinnern an abstrakte Porträts moderner Kunst. Linien und Formen sind bruchstückartig, Gesichter wirken deformiert und elementar reduziert. Bei der anschließenden Ausführung sind die natürlich alle super entspannt und lachen viel. Das ist eine Methode, die habe ich mal entwickelt bzw. weiterentwickelt. Ich habe mich als Künstler mal eine sehr lange Zeit mit Wahrnehmung beschäftigt und habe so etwas erfunden oder weitergesponnen. Das habe ich Wahrnehmungsorthopädie genannt. Eine künstlerische Strategie zur Verunsicherung von Altersroutinen und selbstverständlich wende ich das auch hier in diesen Werkstatterfahrungen an, in diesen Werkstattsettings. Bedeutsam für dieses ästhetische Experiment ist weniger das Ergebnis, sondern der Prozess und die Reflexion. Hier ergeben sich Fragen zur eigenen Lernbiografie und den damit verbundenen meist negativen Erfahrungen beim Zeichnen und Malen in Kindergarten und Schule. Also da kommen natürlich immer diese Äußerungen schon vorher, ich kann nicht zeichnen und so weiter. Das ist natürlich alles Blödsinn. Und Kinder zeichnen, was sie sehen, beziehungsweise Bilder müssen schön sein. Das sind so die klassischen Themen, die wir dann auch diskutieren. Ja? Die werden alle wunderschön intuitiv hervorgebracht. Das läuft quasi automatisch ab und auch mit der entsprechenden emotionalen Kodierung. Nicht? Also viele Studierende kriegen Schweißausbrüche, wenn ich diese Ankündigung mache. Und dann sieht man mal, was in der Lernbiografie alles schiefgelaufen ist. Ja? Und das müssen die bei uns, müssen wir thematisieren. Wie sollen die mit Kindern arbeiten, mit kleinen Kindern, nicht? Wenn da schon von Anfang an diese eigene Haltung nicht reflektiert ist. Das geht gar nicht. Und das müssen wir eben, finde ich, so kann man das gut machen. Auf jeden Fall habe ich immer sehr, sehr schöne Diskussionen hinterher, ne, über diese Fragen. Ja, und auf der Grundlage der Analyse von Problemlösestrategien und Rezeption der Bilder werden analog Fragen zur Kinderzeichnung natürlich und zu ihrem Stellenwert für die kindliche Entwicklung diskutiert. Ist ja klar, aber eben auf einer ganz anderen Grundlage. Nicht? Also auf der Grundlage der Rekonstruktion der kindlichen Perspektive. Studierenden wird deutlich, dass Zeichnen nicht nur Ausdruck von Emotionen ist, ne, ist, sondern eine ikonische Form des entdeckenden Lernens. Darstellen heißt klarstellen, Rudi Seitz. Durch das Zeichnen klären Kinder Sachverhalte und konstruieren Bedeutung als individuelle Wirklichkeitsmodelle eben in dieser berühmten Verknüpfung von Realität und Fantasie. Weiter, Konstruktionslandschaften. In Zusammenhang mit einer phänomenologisch orientierten Vertiefung zu materialdidaktischen Modellen werden die Effekte unterschiedlicher Kategorien verglichen, wie Material gleicher Art großer Menge, also zum Beispiel Kappler-Bausteine, die kennen Sie alle, aber auch Material mit unterschiedlicher Beschaffenheit und Größe, wie vor allen Dingen Abfallmaterialien, wie Papprohrstücke, Holzabfälle und so weiter. Also ich liebe auch diese Sammlungen einfach nur mit Dingen, die nichts kosten, nicht? Die man einfach überall bekommt und die unter Umständen viel interessanter sind als die tollen anderen Bausteine, die man sonst so hat. Aber ich will das nicht abwerten, weil beides hat natürlich seine Bedeutung. Ziel ist herauszufinden, welche Denk- und Handlungsformen jeweils ausgelöst werden und welche Schlussfolgerungen sich daraus für die Bildungsarbeit mit Kindern ziehen lassen. Wir machen so natürlich auch Wirkungsstudien und versuchen das herauszubekommen. Also das wird immer thematisiert, was passiert, wenn wir dieses Material haben, was passiert, wenn wir dieses Material haben. Und das vergleichen wir auch miteinander.
Das ist hier mal so eine grafische Aufbearbeitung dieser Diskussion. Diese Studien zeigen den Studierenden, dass zum Beispiel heterogenes Material eher funktional-experimentelle Gestaltungsmuster provoziert, während homogene Materialien, die also alle gleich aussehen, nicht die Würfel, die alle gleich aussehen und so weiter, eher symmetrisch-ästhetische Gestaltungsmuster hervorrufen. Dann machen wir Lichtlandschaften natürlich auch. Wir experimentieren viel mit Licht. Licht hat drei Wahrnehmungsdimensionen und ist daher sowohl als naturwissenschaftlich, eben aber auch als bildnerisches Phänomen von Interesse. Es ist in Zeit und Raum gleichzeitig erfahrbar. Es ist emotional und es macht den Raum erlebbar. Es strukturiert und verfremdet das Licht in seiner Umgebung als grafisches Ereignis. Licht erzeugt eine komplexe Wahrnehmung. Für Bildungsprozesse bedeutsam ist hier, dass Licht über eine Verknüpfung von Fantasie und Realität die Wahrnehmungs- und Differenzierungsfähigkeit von Kindern fördert und aller Erfahrung nach auch immer Kinder unheimlich fasziniert. Mehrere Gruppen experimentieren mit transparenten Materialien, drei Lichtkästen, 10 Overhead-Projektoren und so weiter. Wir haben natürlich hier auch eine ungeheuer umfangreiche Sammlung mittlerweile von transparenten Materialien angelegt, denn sonst kann man ja nicht so besonders gut experimentieren. Also auch viel Abfallmaterial, alte Brillen und natürlich strukturgebende Materialien, weil damit ja kann man auch sehr schöne Licht- und Schatten-Effekte herstellen. Und da geht es dann natürlich auch um den narrativen Aspekt, also die Materialien werden in ihrer Funktion untersucht, aber wir erfinden auch Lichtgeschichten. Und natürlich, wie man sich vorstellen kann, nicht irgendwelche Geschichten, sondern es müssen immer Geschichten sein, die aus der Perspektive des Materials erfunden werden. Also ich bin jetzt dieses kleine Krümelchen und mache irgendwas. Ja? Also dass man wirklich versucht, auch da wieder sowas wie Perspektivenwechsel zu üben. Naja, und dann natürlich wieder die Reflexionsphasen, die dann entsprechend die Wirkung der Materialien, die Anschlussfähigkeit und auch die didaktischen Potenziale unter die Lupe nehmen. Jetzt kommt das forschende Lernen, das sind die Versuche mit Kindergruppen, die wir machen. In diesem Format didaktischer Versuche mit Kindern im ästhetischen Labor soll es den Studierenden ermöglicht werden, Seminar vertiefend das forschende Lernen zu üben. Studierende entwickeln eigene Fragestellungen und Hypothesen, erheben Daten, werten sie schrittweise aus und stellen Ergebnisse dar. Für die empirische Auswertung wird ein Leitfaden genutzt, den wir entwickelt haben. Dieses Format kann als analoge Form des forschenden Lernens beschrieben werden. Die Studierenden üben die Anwendung von Methodenwissen. Der orientierende Leitfaden umfasst zum Beispiel Hinweise auf Methoden und Vorgehensweise wie Beobachtungsform, Vorbereitung in der Kita, Klären der technischen Voraussetzungen, Klären des theoretischen Kontexts, Bilden von Hypothesen, Vorbereitung des Raumes, Gestaltung des Versuchablaufs, natürlich die Datenauswertung, Kategorienbildung, Überprüfung der eigenen Hypothese und so weiter, bis hin zur Präsentation nachher des Untersuchungsergebnisses. Wobei das natürlich exemplarisch ist, die filmen zum Beispiel eine Stunde und suchen sich 2-3 Sequenzen aus und die werden dann in dem anderen Modul zum Beispiel bei der Kollegin untersucht. Also da werden auch Methoden zum Beispiel Videosequenzanalyse geübt und so weiter. Also da ist dann auch die modulübergreifende Zusammenarbeit, das kann ich jetzt allein da als Didaktiker nicht leisten. Ne? Da muss man mit anderen zusammenarbeiten, aber das funktioniert wirklich gut. Ja, noch ein Beispiel, ästhetische Forschung in einem interdisziplinären Seminar mit Kindheitspädagogen oder zwischen Kindheitspädagogen, Produktdesignern und Physiotherapeuten bilden. Da bilden die Materialstudien den Ausgangspunkt für die Entwicklung von kindgerechten Spiel- und Konstruktionsmaterial. Die systematische Erschließung des Materials, ihre mediale und mehrperspektivische Bearbeitung ist eng angelehnt an designspezifische Verfahren. Da hatte ich ja vorhin schon mal Beispiele gezeigt. Aus Erziehungswissenschaftssicht ist hier spannend, wie sich Wissen über eine bildnerische Herangehensweise zu grundlegenden kindheitspädagogischen Fragen verhält. Die Formen ästhetischer Materialuntersuchung in Verbindung mit Reflexion zu Bewegungs- und Entwicklungstheorien macht unmittelbar erfahrbar, wie komplex elementare Handlungs- und Gestaltungsformen wie das Kneten und Biegen sind. Also die untersuchen das Kneten von Knete eben und das Biegen von Draht. Das vergleichen wir. Das wird fotografiert, das wird gefilmt, dann werden Zeichnungen gemacht
Also ich bestehe mal darauf, dass es gezeichnet wird, nachdem es auch gemacht wurde. Dann nehmen die ihre, dann nehmen die Fotos oder die Videosequenzen zur Hilfe und dann schreiben sie aus der Perspektive der Knete, was die Hand mit mir macht. Oder des Drahts, was macht die Hand mit mir? Was passiert? Welche Effekte treten auf? Und das Fantastische an dieser Geschichte ist, und daran sieht man das Potenzial so einer ästhetischen Forschung, plötzlich wird deutlich in der Versprachlichung dieser Geschichte, wie komplex diese elementaren Handlungsformen eigentlich sind und wie da die intuitiv schon Vorformen für Sprache zum Beispiel auch gebildet werden. Die Begriffe, die die Studierenden benutzen, die in der Beschreibung der Abläufe benutzt werden, sind eine wunderbare Vorlage, um zu verstehen, dass bevor Kinder sprechen lernen, müssen sie viel mit den Händen ausprobiert haben, begriffen haben. Nicht? Also ansonsten, und natürlich müssen sie auch möglichst gut begleitet werden dabei, durch Erwachsene dann nämlich. Ne? Also dass diese ganzen Schwierigkeiten, die Kinder heute haben, so einfache Dinge manchmal sprachlich auszudrücken, einfach auch daher kommen, weil sie nie gelernt haben, erstmal so differenziert wahrzunehmen und das auch entsprechend nicht durch sprachliche Kommentare der Erwachsenen begleitet worden ist. Das ist ein Erklärungsmodell zumindest für dieses Phänomen. Ja, dann die zusammenfassende Einschätzung dieser Praxis auch oder dieses Modells. Ich habe das hier als Grafik mal so ein bisschen zusammengefasst. Also diese drei Pole, entdeckendes Lernen, ästhetische Forschung und forschendes Lernen, habe ich hier zusammengebracht in diesem Modell, was wir versuchen umzusetzen. Im Hinblick auf den ästhetischen Schwerpunkt und auf die elementarpädagogische Perspektive der ästhetischen Erfahrungsweise von Kindern zeigt sich meiner Ansicht nach die Stärke des Ansatzes. Strukturierte Materialsammlungen mit überwiegend bedeutungsoffenen Materialien sowie didaktischen Material zu verschiedenen Bildungsbereichen, was wir natürlich auch haben, der Wechsel von angeleiteten und selbstgesteuerten Material- und Gestaltungsexperimenten ermöglichen es, Studierende auf vielfältige Art und Weise sehr dicht an die Perspektive von Kindern heranzukommen und natürlich dann auch entsprechend Theorie viel besser auch verstehen zu können oder es durch die theoretische Reflexion insgesamt viel vertiefter auch erfassen zu können. Diese Mischung irritiert gewohnte Deutungs- und Handlungsmuster bildungsbereichübergreifend. Das heißt also, dass wir immer wieder sehen, dass es nicht ein Thema gibt, sondern dass diese ästhetischen Erfahrungen immer mehrfach Anschlüsse haben für unterschiedliche Bildungsbereiche. Und sensibilisiert natürlich auch für diese Differenzen zwischen kindlichen und Erwachsenenperspektiven. Weil man wird immer auch mit seiner eigenen Biografie und Perspektive konfrontiert, wenn man das analytisch auseinandernimmt, was da mit einem passiert. Das ist aus meiner Sicht eine wichtige Voraussetzung oder eigentlich die wesentliche Voraussetzung für eine gelingende kindheitspädagogische Didaktik. Diese Sensibilität und dieses Verstehen. Seminarpraktiken der ästhetischen Forschung und des entdeckenden Lernens in den vorgestellten Varianten rekonstruieren kindliche und eigene Bildungsweisen durch die Übung, durch Dokumentation und natürlich auch durch die Portfolioarbeit. Und in Lernphasen wie die von Studierenden durchgeführten Versuche mit Kindern können natürlich dann die Praktiken sowohl des entdeckenden Lernens und wenn sie das bei Kindern beobachten, aber auch des forschenden Lernens in der Einübung natürlich von Methoden und von diesem methodengeleiteten Blick auch verinnerlicht werden. Auf diese Weise kann man diese Differenz zwischen Alterswissen, Halbwissen und Selbstwahrnehmung in den unterschiedlichen Zusammenhängen und mit unterschiedlichen Medien reflektieren. Man kann aus meiner Sicht daher davon sprechen, dass durch derartige Lehr-Lernpraxen in einer werkstattartigen Umgebung die Entwicklung einer professionellen Haltung als reflexive Kultur des Fragens und Differenzierens eben mit der Kompetenz, anfangs habe ich das ja schon angesprochen, für wechselnde Bezugnahmen auf Praxis und Wissenschaft schrittweise herausfordern und fördern. Die Erfahrung aus den Modulprüfungen, die wir machen im dritten Semester, das findet alles im zweiten und dritten Semester statt, deuten darauf hin, dass alle drei Lernformen die Studierende, die alle drei Lernformen praktiziert haben und intensiv mitgearbeitet haben, eine deutlich bessere Tiefe und Breite im Wissen, im theoriegeleiteten Verstehen und Analysieren von Praxisproblemen erreichen.
Um allen Studierenden diese Breite an Möglichkeiten zu bieten, muss allerdings der Umfang von methodisch geleiteten Versuchen mit Kindern ausgedehnt werden. Und vor allen Dingen müssen wir das Problem lösen, dass relativ wenige Studierende an diesen Kinderversuchen teilnehmen können, weil wir es organisatorisch nicht anders bewältigen können. Aber da sind wir dabei, da Möglichkeiten zu finden, das auszudehnen. Mein Resümee wäre, das vorgestellte Modell verweist auf die Stärke von Hochschulen mit ihrer Perspektive auf angewandte Wissenschaften. Ich bin ja an einer Fachhochschule. Hochschulen bieten eine dezidiert auf die frühe Kindheit ausgerichtete Fokussierung an. Ich zitiere jetzt Klaus Stiebe. Sie bieten aus ihrer praxisnahen Tradition die Chance, dass Forschung und begleitete Praxis schlüssig ineinandergreifen und ermöglichen so gleichermaßen die reflexive Erfahrung von Praxis im Feld, wie auch in der Entwicklung von Praxis in den Hochschulen selbst, etwa in Bildungs- und Lernwerkstätten oder Lehrforschungsprojekten. So Stiebe 2013. Ich finde, genau das machen wir oder sind auf jeden Fall auf diesem Weg. Der kindheitspädagogische Diskurs zur Akademisierung der Erzieherinnenausbildung zeigt Chancen einer wissenschaftlich und künstlerisch gestützten Professionalisierung, denn das Verständnis wissenschaftlicher Fachlichkeit im DQR schließt die kreativ-künstlerischen Bereiche ausdrücklich mit ein. DQR 2011, Seite 10. Also das finde ich besonders wichtig, das möchte ich einfach hier auch nochmal hervorheben. Wir reden da nicht nur über Wissenschaft, sondern auch über Kunst. Ein mehrperspektivischer Ansatz der Hochschuldidaktik, so wie hier vorgestellt, der das Entdecken und forschende Lernen als wissenschaftliche und ästhetische Erfahrung ermöglicht, erscheint angesichts der komplexen Anforderungen an bestehende Ausbildungssysteme und Traditionen, vor allen Dingen in der Kindheitspädagogik, besonders attraktiv und besonders geboten. Am Schluss noch was zur Forschungsperspektive, weil es gibt natürlich noch viele Dinge, die man hier klären muss und auch blinde Flecken, die ich hier auch gar nicht beantworten kann. Es fehlen Erkenntnisse über die Reichweite und Nachhaltigkeit des Ansatzes. Das Wissen über Effekte für kindheitspädagogische Kompetenzen bei Studierenden ist leider unvollständig. Zwar haben ja die Prüfungsergebnisse, das habe ich ja gerade gezeigt, Verbesserungen im Reflexionsniveau, Wissen und so weiter, Analysefähigkeit, aber wie diese Effekte genau zustande kommen und wie nachhaltig sie sich dann auch im weiteren Studium zum Beispiel verfestigen können, darüber haben wir keine gesicherten Informationen. Das wäre ein eigenes Forschungsprojekt, was wir da mal machen müssten. Und bekanntlich sind ja Wirkungsstudien zu Transfereffekten in der künstlerischen Bildung sehr umstritten. Ja, da gibt es also sicherlich sehr viele kritische Stimmen dazu, die das in Frage stellen, da eindeutige Kausalbeziehungen zwischen bildnerischer Praxis und kognitiven Fähigkeiten bekanntlich schwierig sind. Und von daher ist es eben besonders relevant, finde ich, auch, dass man sich in diesem Lernwerkstattmodell, was wir haben, auch nochmal wirklich mit dieser Beziehung, mit diesen Zusammenhängen beschäftigt. Also es ist ja eine ästhetische Praxis, die sehr, sehr angelehnt ist, auch an künstlerische Verfahren. Da müsste man mal genauer versuchen herauszubekommen mit entsprechenden Methoden, ob es tatsächlich auch Effekte gibt, die das Denken der Studierenden in ganz bestimmten Bereichen zu ganz bestimmten Fragen verändern und wie sie das tun. Ja? Und ob sie das überhaupt tun. Vielleicht sind es eben ganz andere Effekte, die wir nicht berücksichtigt haben. Die angesprochenen Ansätze zur ästhetisch-phänomenologischen Materialforschung sollten vertieft werden, damit didaktische Ansätze in der Kindheitspädagogik besser begründet und das Praxiswissen erweitert werden kann. Also hier geht es darum, dass wir genauer noch herausfinden, welche Materialien zum Beispiel für welche Bildungsbereiche, für welche Fragestellungen, Themen, die uns eben auch in der Frühpädagogik schon wichtig sind, sinnvoll sind. Und da haben wir keine richtig vertiefte Forschung. Also die Freinehmpädagogen haben ja jetzt Vorstöße gemacht und ich finde, da ist ganz viel Potenzial. Da muss man noch genauer hinschauen und das auch beobachten, was Kinder mit welchen Materialien eigentlich wie machen. Ja? Und dann ist dann immer noch die Frage, sie machen mit Materialien was und wie werden sie dabei begleitet? Also wie ist das Verhältnis zwischen der Materialerfahrung und der Interaktion der Kinder untereinander und vor allen Dingen auch, wie wir Erwachsene dann damit umgehen und darauf reagieren. Um belastbare Aussagen zum Effekt und zur Qualität des Modells für die Praxis im Berufsfeld treffen zu können, müssen wir mehrdimensionale Analysen der Lehr-Lernphasen und der beteiligten Kontexte durchführen.
und für eine weiter theoretische Grundlegung für dieses Modell wäre meines Erachtens eine feldorientierte Perspektive sinnvoll, die nach Honig und Kloß etwa sowohl Kompetenzdispositionen als auch die Performance in realen Situationen in den Blick nimmt. Und schlussendlich, die Hattie-Studie thematisiert ja die Komplexität von Lernprozessen im Unterricht und zeigt den persönlichen Charakter des Lernens bei Schülern. Wenn wir das auf die Hochschuldidaktik übertragen, heißt das, die Studierenden entscheiden selbst, was sie lernen und nicht die Lehrenden. Geboten scheint es daher, Lernprozesse aus Sicht der Studierenden zu untersuchen. Da könnte das Portfolio eine Möglichkeit sein. Da gibt es aber auch noch nicht so sehr viel Forschung dazu. Also das wäre auch ein Ansatzpunkt. Ja, also es ist zu untersuchen schlussendlich, wie das vorgestellte Modell in seiner besonderen Form als ästhetische Praxis und Forschung bei Studierenden nachhaltig ein situiertes Lernen fördert, wie sich dieses Lernen im Rahmen des Modulsystems darstellt, also im Rahmen dieses Bachelor-Systems darstellt und inwieweit es den professionellen Erwartungshorizont für kindheitspädagogische Studiengänge nachhaltig erfüllen kann. Mit diesem Bild wollte ich Schluss machen. Okay, das ist ein bisschen missglückt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, aber das Bild will ich trotzdem noch zeigen, weil es ist so schön, dieses Kartoffelbild, die Kartoffelserie von den Blumen. Es ist einfach eine wunderbare künstlerische Materialstudie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, jetzt stehe ich für Fragen zur Verfügung. Ja, ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Ich denke, es war eine große Bandbreite an Informationen, an Ansichten, hinsichtlich ästhetischer Erfahrungsbildung der Studienkindheit über das Werkstattprinzip bis hin zu Forschungsfragen, Forschungsmethoden, die Fragen, die jetzt aufgeworfen worden sind. Und ich bitte einfach mal das Publikum Fragen zu stellen. Es ist ein großer Strauß an Informationen, wo die Nachfragen sich lohnen. Macht er, ne? Bestimmt. Ja. Das ist ein toller Prozess. Wie rette ich sowas in die Schule? Muss ich dann Schule grundsätzlich verändern? Oder? Ja. Kurz und knapp. Wenn Sie das wollen, dass möglichst viel intrinsische Motivation erhalten bleibt und das auch dazu beiträgt, dass die Freude am Lernen wirklich auch auf andere Gebiete aus meiner Sicht übertragen wird oder beibehalten wird in anderen Gebieten, dann müssen Sie das möglichst lange oder viel erhalten oder Sie müssen Unterrichtsszenarien eben gestalten, dass, wo es möglichst lange da ist, ja? Also dass es nicht verloren geht. Und das ist ja das große Problem in der Schule. In der Kindheitspädagogik haben wir es ein bisschen einfacher. Da haben wir mehr Spielräume. Aber auch die Haltung vieler Erzieherinnen und Erzieher, das hatte ich ja angedeutet, die Studien zeigen bisher, Instruktionsstil herrscht vor. Und wenn die Bedingungen schlecht sind, also es gibt im Wesentlichen zwei Faktoren, wenn die Bedingungen schlecht sind, also wenn Sie eine Kindergruppe von 4-Jährigen haben, die mit 18 Kindern, weil also eine Kollegin krank ist, dann werden Sie es schwer haben, also so eine Begleitung zu machen, das ist klar. Aber es ist eben auch die Qualifikation der Mitarbeiter. Also diese Schulung, das machen wir mit den Studierenden, zum Beispiel der dialogischen Interaktion. Das muss man schulen und immer wieder üben. Da muss man ein Gefühl für bekommen, was es bedeutet, was der Unterschied zwischen einer offenen und einer geschlossenen Frage ist. Das ist einfach auch Technik. Und das hat aber wieder was nicht nur mit der Technik zu tun, sondern auch mit der Haltung. Das ist das, was wir versuchen im Studium auch so anzulegen. Und den Studierenden wird es immer bewusst, wenn wir den Beispiel zeigen. Oder wenn wir es rekonstruieren. Wir machen ja so kleine Übungen auch,
Und dann machen wir natürlich auch Rollenspiele. Und jetzt versetzt sich mal in die Lage so eines Kindes und stellen eine Frage. Und wir machen immer wieder die Erfahrung, dass die Studierenden merken, wie schwer ihnen es fällt, zum Beispiel sowas entsprechend wertschätzend zu machen. Man verfällt immer wieder ganz schnell in diesen alten Modus rein. Das ist die eine Geschichte mehr. Und die andere natürlich, was Sie auch angesprochen haben mit dem Material, das muss natürlich auch da sein, die anregende Umgebung, das ist klar. Ja. Zeit und Raum, Sie brauchen beides. Ne? Und in diesem Lernwerkstattmodell vom Verband Europäischer Lernwerkstätten war es ja auch nochmal deutlich, wie diese Sachen miteinander zusammen eigentlich funktionieren. Und das ist ja auch ein Modell, was auch für die eigentlich ist ursprünglich für die Schulpädagogik entwickelt wurde. Ne? Jetzt haben wir es seit 10 Jahren, 15 Jahren fängt es in der Schulpädagogik an. Und wir, die neuen Studiengänge, versuchen das Modell jetzt natürlich auch für uns entsprechend für die Ausbildung in so einer Art und Weise, wie ich Ihnen bisher hier vorgestellt habe, nutzbar zu machen. Ja, ich hätte mal eine Frage zu der professionell aufgestellten reflexiven Kultur des Fragens, was Sie auch als einer der Hauptziele aufgestellt haben, Vortrags. Habe ich Sie richtig verstanden, dass eigentlich, es geht ja auch um diese inneren und äußeren Faktoren, die Materialsammlung eben als ein äußerer Faktor und eben die Einstellung, die Haltung der Studierenden zu der eigenen, zu dem eigenen episodischen Wissen, also zum biografischen Wissen. Das heißt, erst wenn die Studierenden begriffen haben oder gesehen haben, was ist die eigene Haltung zu einem bestimmten Thema, kann im Grunde der Prozess weitergehen, sodass man sozusagen diesen Perspektivenwechsel vollziehen kann. Das heißt, solange Studierende das nicht für sich reflektiert haben, warum habe ich jetzt hier mit dem Zeichen ein Problem, weil eben in der Vergangenheit da was schiefgelaufen ist, erst dieser Schritt muss dann also getan werden und dann kann es sozusagen im Prozess weitergehen. Dann kann man sich einfacher in die Perspektive von Kindern hineinversetzen und kann besser reagieren. Ja? Also im Sinne der Wertschätzung und nicht des Wegdrängens dieser kindlichen Perspektive, weil die seine Berechtigung hat und weil die Kinder darüber auch eigene Konstruktionen aufbauen. Und wenn sie das in einer wertschätzenden Atmosphäre machen, ist der Effekt, da gibt es ja Studien in England dazu, ne? Die EPI-Studie zeigt das ja ganz klar, es kommt viel mehr Qualität heraus, wenn es wertschätzend ist, wenn es die Kinder dabei begleitet und wenn sie nicht ständig auch in ihren Wahrnehmungen, in ihren Konzepten überformt werden durch die Erwachsenen. Dazu brauchen sie eine Kompetenz und die Studierenden müssen sich damit beschäftigen und das ist natürlich kein einmaliger Effekt. Also, das sind ja alles immer ganz schöne Übungen, ne, die ich jetzt hier auch gezeigt habe, aber das muss man immer wiederholen, weil es ist auch leiblich fundiert. Sie haben das einfach gespeichert. Wir sind alle durch 15, 20 Jahre lang eine ganz bestimmte Schule aufgegangen, eine ganz bestimmte Tradition und das steckt in uns drin. Das heißt also, wir müssen das immer wiederholen, um diese Haltung auch zu üben und um das eigene, um diese eigenen Impulse immer wieder zu reflektieren, die immer wieder kommen. Weil ich sehe hier ein Problem, weil ich bin der Auffassung, dass eben diese reflexive Kultur aus meiner eigenen Erfahrung hier in den Seminaren so noch nicht manchmal eingeübt wird. Also das habe ich so jetzt noch nicht erfahren, dass wir als Kunstpädagogik-Studierende da reflexiv vorgehen und uns fragen, was ist jetzt in meinem episodischen Wissen da so weit verankert, welche Auswirkungen hat es jetzt auf mein pädagogisches Handeln? Diese Schritte meine ich. Ja, das kann man aber. Ist klar, ich verstehe schon, was Sie meinen. Das kann man aber in solchen. Das kann man. In diesen Sequenzen, die wir dann machen, ne, Murmelbahn bauen oder sich so ein kleines Szenario überlegen mit Material und wie würde ich das jetzt mit Kindern machen, wie erlebe ich das selber und so weiter, das beobachten wir ja auch genau und versuchen das auch fotografisch oder filmisch festzuhalten und dann gucken wir uns das an und dann fragen wir nach, immer wieder, immer wieder. Und da kommt es übrigens auch sehr auf
unser, auf mein Geschick an, das auch herauszulocken. Es gelingt mir nicht immer und ich lerne sehr viel im Moment. Vor allem in den letzten Jahren habe ich sehr viel selber gelernt. Das ist nämlich auch nicht so einfach, das also hinzukriegen, dass man auch selber, also der Stil, der Interaktionsstil der Lehrenden, wie ich das genau mache, ist auch eine Kunst. Ja? Nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen. Und ich schließe mich da überhaupt nicht aus. Ich mache da auch oft immer noch Fehler. Aber ich lerne. Ich bin auch lernfähig, Gott sei Dank. Ich bin nicht nur der Bewahrungs- und Wiederholungslerner, sondern ich kann mich so ein bisschen auch in den anderen Modus hineinversetzen. Das ist also auch eine Anforderung, das ist nicht nur ein theoretisches Phänomen oder Problem, es ist eine Anforderung an die Lehrenden, an die Dozenten, an die Professoren, die diese Veranstaltungen organisieren, sich selbst auch anzuschauen. Ja? Es ist ein wechselseitiger Prozess. Ja? Bauen lassen, ob nun durch den Raum oben oder auf dem Teppich, dann wird das ja hinterher wieder abgebaut. Ja. Ja, Sie machen schon so eine Bewegung, dass dann die Kinder auch zum Teil machen, oh, jetzt wird das wieder abgebaut. Das Tolle, glaube ich, ist, dass ich fotografiere. Ich glaube, dadurch bleibt es so ein Stück nicht nur erhalten, sondern wird noch mehr akzeptiert und durch den Leib gespült. Ich glaube sogar, das ist das Wichtigste. Dadurch kommt dieses begleiten, ja, und auch festzuhalten, entweder durch Fotos oder durch Lerngeschichten zum Beispiel, ja, und dann die Kinder immer wieder auf eine Reflexionsschleife bringen. Und ich arbeite sehr gerne mit dem Foto. Warum, kann ich Ihnen genau sagen. Wenn Sie jetzt, wenn jetzt hier diese Mondbahn gebaut hätten, ja, und dann würden wir diese Fotos anbringen, dann wäre der erste Effekt, dann würden Sie gucken und sagen, sofort, Sie hätten sofort eine Verbindung über das Foto zu dem, was Sie gerade erlebt haben. Und das trifft sie emotional. Das geht nicht über den Kopf, das geht hier über den Bauch. Und über das, was gerade erlebt wurde. Und das ist das Entscheidende. Und ich glaube, da kommt man sehr schön dann auch an diese Muster heran. Und wenn ich dann so eine Äußerung, wir haben das ja mehrfach schon, wenn die sagen, hier, die Athletik und so, da kann ich das wunderbar auch thematisieren. Ja, warum ist denn das ein bisschen? Lass uns doch jetzt darüber diskutieren. Ne? Oder wir hatten letztens eine Diskussion, da ging es um den Begriff kausale Beziehung. Ja. Und das haben die nicht. Und wir haben es anhand der Fotos und der Prozessstimmung, der das alles immer auseinandergenommen. Und hinterher haben die verstanden, was eine kausale Beziehung ist. Wir haben bei Erwachsenen auch die Schwierigkeit oftmals, dass sie diese Begriffe aus Physik oder Technik überhaupt nicht verstehen. Ja, das ist dann eine schöne Methode. Also die Sache machen, ja, und hinterher reflektieren über so eine Fotografie oder auch Video, ich mache manchmal auch Videoclips, das ist auch schön. Und das bringen wir alles auch immer mit nach Hause, also wir stellen das selbst und meistens, wenn das auch, ich knüpfe manchmal auch hinterher nochmal drauf an oder gehe darauf zurück oder benutze das, was wir vorletztes oder vorletztes Mal gemacht haben, nochmal als Folie, um eine andere Form zu kennen. Und das hat dann immer was mit Ihnen zu tun. Das finde ich eben auch wichtig, dass Sie merken, das, was wir hier machen, ist nicht nur eine Veranstaltung, wo wir jetzt lernen, was eine kulturwissenschaftliche Bildung eigentlich ist. Ja? So, schön. Aber es muss etwas mit Ihnen zu tun haben und es muss Sie als Lernende, als Personen auch erreichen, mit Ihrer ganzen Biografie, mit Ihren ganzen Voraussetzungen, die Sie auch haben. Schön, dass Sie auf der Frage reinkommen. Also ich bin ein absoluter Verfechter, der dieser Werkstätten und habe auch viel Erfahrung gemacht mit Erzieherinnen in der Ausbildung, wie schwer es ihnen fällt, sozusagen alte Muster abzuarbeiten, wegzukriegen aus ihren Köpfen und das auch nicht zu übertragen auf Kinder. Das ist ganz, ganz, ich würde fast sagen, das ist ein lebenslanger Prozess. 20 Jahre Schule, da braucht man 20 Jahre, um ein bestimmtes Muster wieder abzubauen. Was mir aufgefallen ist bei deinem Vortrag ist, was ich heute, im Gegensatz zu dem, was ich heute gelesen habe, also jeder
Kita sollte noch meines Erachtens eine Werkstatt haben, alle Schulen auch. Aber da ist im Moment, wir diskutieren, und es gibt eine große Tagung in München demnächst, da werden methodisch-didaktische Lernmodule für den Vorschul, für den Kindergarten vorgestellt. Also das ist die andere Traditionslinie, die da jetzt wieder heiß diskutiert wird. Also wie können wir Kitas verschulen sozusagen, das ist ja der Tenor. Und wie können wir auf der anderen Seite so etwas wie offenes Lernen, Kreativitätsförderung anbahnen. Und dann glaube ich, das Letzte ist das Wichtigste, du musst Beweise jetzt liefern, wie, was für einen Effekt das hat. Weil sonst kommen die Lernmodule da. Ja, wir sind ja dabei, das jetzt in Angriff zu nehmen, aber zu der Einlassung, die Sammlung, das Aufbau dieser Sammlung hat 5 Jahre gedauert. Ja, das ist unglaublich viel Eigeninitiative. Ich hatte, als ich meine Professur angetreten habe, haben wir 5.000 Euro gekriegt. Das ist ein Witz. Ja, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und wir haben es gemacht, wir haben Seminar gemacht, wo Studierende ausgestanden sind zu irgendwelchen skurrilen Orten und Material mitgebracht haben. Oder wir haben entsprechend eben andere Sammlungen gemacht und dann hast du es so peu à peu immer weiter angereicht. Und jetzt haben wir diese 100 kleinen oder größeren Sammlungen und das ist jetzt auch völlig ausreichend. Also mehr brauchen wir nicht, das ist auch ein Platzproblem. Jetzt geht es aber weiter. Jetzt richten wir im Keller eine mobile Remise ein, das ist der Arbeitstitel, und da werden wir dann mit den Sammlungen, die wir da reinlegen, das sind dann so 30, 40 Kästen mit so verschiedene Materialien, fahren wir dann in Kitas und die Studierenden werden ausprobieren, was die Kinder dann machen. Dann haben wir die doppelte Funktion. Wir haben also einmal die Schulung jetzt auf dieser methodischen Kompetenzen, weil die natürlich dann auch noch einfach Ordnungsschulungen anwenden. Daraus kann man dann auch nochmal den Dialog mit den Kitas, die Verknüpfung von Studium und Praxis sehr schön gestalten. Ja, und hat natürlich dann auch noch den Effekt, dass es so gleich nebenbei eine Fortbildung ist für die Erzieher. Und das sind schöne Methoden, wie man das ausdrückt. Man muss zu den Leuten hingehen. Inzwischen kommen natürlich auch bei uns, wir haben ja auch diese Fortbildung. Alte Handwerker dazu nehmen, so einen Goldschmied oder weiß ich, was die so alle können, und die wohin setzen, die das Suchmann und über die Schule. Das wäre ideal zustande. Aber der ist leider eher sehr schwierig. Aber was du jetzt beschrieben hast, ist ja eigentlich so eine sozusagen prozesshafte Methodik für Einrichtungen, ob das jetzt eine Schule ist, ob das jetzt eine Uni ist. Ja? Also das gehört, diese Entwicklung zu einer Werkstatt gehört ja dazu. Das ist ja nicht von heute auf morgen da. Das dauert, ja. Also ich meine, da kommt mir natürlich zugute, dass ich ausgebildeter Bildender Künstler bin, ja, und mein ganzes Studium und sehr lange habe ich das ja, ich habe das ja ein paar Jahre auch gemacht. Es war immer damit verbunden, dass ich irgendwas zusammengelegt habe. Ich bin so ein Typ auch gewesen. Ja, und das kommt hier natürlich, das habe ich verinnerlicht, darüber muss ich auch nicht mehr nachdenken, das mache ich einfach. Und ich sehe irgendwas und dann ist es dann da. Ne, und das ist auch so ein Prinzip, der Hachstedt, der auch einer der Erfinder der Lernwerkstatt, hat immer so schön gesagt, man muss einfach anfangen. Und das sage ich den Studierenden auch immer und den Praxisvertretern, die da bei uns auch immer kommen und fragen. Wir sagen dann, es muss einen Kümmerer geben oder eine Kümmerin und du musst es einfach ein paar Jahre machen. Und dann wird es richtig gut. Ja, es ist nicht mal eben in 2 Wochen zu machen. Ja, also wer eine Lernwerkstatt aufbauen will, muss sich auf einen jahrelangen Prozess einrichten, weil es lebt. Es lebt mit den Akteuren und verändert sich. Und wenn es das nicht tut, dann ist es nicht die Tinte wert, die auf dem Papier steht. Das sage ich ganz ehrlich. Man muss es so wie als lebendiges Konstrukt sehen. Die eine Frage? Ja, die ziemlich genau beantworten. Ich habe natürlich Vorlieben. Also ich sammle schon seit Jahren so Plastikäpfel. Da haben wir natürlich zwar riesige Kisten, das wird uns 2 oder 3 Mal im Semester benutzt, da machen wir spektakuläre Lichtgelte daraus.
Ja, oder machen irgendwelche Versuche dann auch, also natürlich wieder narrativ, bildnerisch, aber auch natürlich technisch natürlich auch die Frage, was ist Transparenz eigentlich? Ne? Wenn Sie nicht diese 30, 40 verschiedenen transparenten Materialien haben, dann haben Sie einfach nicht diese Bandbreite und können Sie nicht so gut verständlich machen. Das kommt auch bei Studierenden ganz anders an, denn die plötzlich entdecken, ey, es ist ja Wahnsinn, wie viele verschiedene Transparenzen es eigentlich gibt. Das ist ein Konzept, was die, für Designer und Künstler ist es selbstverständlich. Die Regiepädagogik hat das ja ins Feld geführt, da gibt es ja auch Veröffentlichungen dazu, wo also genau solche Sensibilisierung für den Material stattfinden. Das kann man mit Kindern machen, weil ihre Wahrnehmung einfach geschult wird, einfach mit dem Umgang mit dem Material. Ja? Das ist im Grunde genommen so eine Art Material- und Wahrnehmungsalphabetisierung, die sie da machen. Ja? Und die muss man eben das zu diesem transparenten Material. Dann gibt es manchmal Situationen, da diese zufällig. Ich kriege eine Kiste mit Zahnrädern von irgendeinem Mercedes getrieben. Wunderbar, damit arbeiten wir jetzt schon 2 Jahre. Ja? Das ist einfach eine Kiste und viele haben ja noch nie so Zahnräder in der Hand gehabt. Wie klingen die eigentlich? Wie schwer sind die? Was sind sie an und so weiter? Das ist die Sache, um die es geht. Oder eine Probe bringt von irgendeiner Firma Reste aus der Aluminiumproduktion. So komische kleine Muggels sind irgendwelche Zahlen drauf. Kein Mensch weiß bis heute genau, was das eigentlich für Zahlen sind. Aber das produziert Fragen. Ey, was ist denn das? Also es muss merkwürdig sein. Es muss irgendwie das Interesse erwecken. Das kann natürlich bei jedem ein bisschen anders sein. Das ist klar. Da gibt es keine Regel. Es gibt kein Rezept dafür. Anfangen, staunen, eine Frage haben. Das ist die Antwort von jeder Forschung, ist, ich habe eine Frage. Und so muss es vorgehen. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt noch ungefähr Zeit für 2 kleine Fragen. Also ich mache jetzt auch gerne eine. Sie hat nur eine Frage, da sind wir, glaube ich, auch schon mit der Zeit zu Ende. Wir sammeln vielleicht eine Frage kurz. Ja, mich würde interessieren, haben Sie Informationen über weiterführende Schulen, die so ähnliche Werkstätten eingerichtet haben? Weil ich habe das Gefühl, wenn man Ihre Idee konsequent weiterführen würde, dann müsste man eigentlich auch weiterführenden Schulen diese Möglichkeit eröffnen, diese Werkstätten einzurichten, damit auch Kinder nicht nur im Grundschulalter oder nicht nur Studierende eben diese Erfahrungen mit sehr unterschiedlichen Materialien machen. Weil dann wäre im Grunde auch eine Grundlage gelegt, was eben diese Studien oder dieses forschende Lernen, was das dann mit den Studierenden oder auch mit den Schülern macht. Und das würde mich interessieren, weil das wäre dann im Grunde eine Umsetzung dessen, was wir hier heute besprechen. Da habe ich leider überhaupt keine Informationen, also keine, jedenfalls bei uns in Hildesheim weiß ich zum Beispiel überhaupt nicht, ob Schulen Sammlungen haben. Gibt es bestimmt, ja. Aber ich finde, also gerade im Bereich der Kunstwerke, das ist ja im Prinzip, was ja auch in allen Jahrgangsstufen haben, Silfest wird natürlich unterschiedlich stark ausgeprägt, aber es gibt schon, glaube ich, schon viele Kunsträume, die solche ästhetische Sammlungen enthalten. Das ist schon ein Bereich, der auch schon seit 10 Jahren mindestens auch etabliert wird. Und so eine Schulen, sowas angelegt, große Sammlung waren in dem Bereich, sowas auch eigentlich sehr wichtig. Eine letzte Frage. Ich habe nur eine ganz kurze Frage, und zwar würde mich interessieren, ob Sie auch mit anderen Fachbereichen zusammenarbeiten. Also zum Beispiel, wenn Sie sagen haben, dass einige künstlerische Gebilde, die entstehen, zum Beispiel in der wissenschaftlichen Fragestellung aufwerfen, wie ist das dann? Es wäre ja eigentlich schön, wenn man sowas auch dann mit der entsprechenden auf jeden Fall. Fachrichtung verbindet. Würde ich gerne auch machen. Wir haben im Moment eben diese Verbindung mit dem Design und mit den Ergotherapeuten. Da funktioniert es sehr gut. Das würde ich sofort machen. Das ist für mich ein Zeitproblem. Ja. Ich kann immer nur bestimmte Sachen machen. Es deutet sich jetzt an, diese Zusammenarbeit nochmal im Rahmen dieses Vermieterprojektes, was wir machen, mit der Uni in Hannover, mit einer Kollegin aus dem sonderpädagogischen Bereich. Und wir wollen dann so eine kombinierte Materialinteraktionsforschung machen. Ja. Darüber entstehen wieder neue Projekte mit der Naturwissenschaft selbst, obwohl wir zum Beispiel in der AWK ja auch naturwissenschaftliche Bereiche haben, habe ich keine Zusammenarbeit. Es gab jetzt ein
eine Zusammenarbeit im Zusammenhang mit der Raumgestaltung mit einem Architekten, der geht jetzt aber leider wieder. Das ist alles immer für mich sehr schwierig. Ich würde das gerne machen, weil das liegt eigentlich auf der Hand. Aber das überfordert mich eigentlich ressourcenmäßig vollständig. Und wir haben diese Sachen jetzt so entwickelt. Ich bin froh. Wir haben 3 interdisziplinäre Seminare. Da bin ich schon die große Ausnahme in meinem Bereich. Mehr schaffe ich einfach nicht. Aber das wäre auf jeden Fall nochmal sicherlich eine gute Überlegung, dass man sich auch mal mit einem Naturwissenschaftler hinsetzt und überlegt, was man da auch noch rausholen kann. Aber es steckt auf jeden Fall ganz viel Potenzial drin. Gut, dann sage ich ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Das ist eine große Qualität, wo wir hier auch verschiedene Lehramtsbereiche und auch im Plan ist ja auch ein gemeinsamer Studiengang und ein Elementarpädagogik. Insofern sind solche Kurse extrem wertvoll und sollten Sie alle aus Ihrer Perspektive versuchen, auch weiterzuentwickeln. Vielen Dank.